Artillerie. Das sind die Russen. Sie ist ja ein sauberes gewordenes Geschenk. Ja, 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 ja! Sind das deutsche Geschütze, die solchen Lärm machen? Ich fürchte nein. Aber Steiners Angriff musste schon im Rollen sein. Wir müssen bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihm mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort! Was jetzt? Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Aber ausdrücklich ein Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günsch, nur einen Augenblick. Bitte! Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Feiglinge! Verreiter, verzeiht!